Die Geschichte vom kleinen Bären. Das Violoncello erzählt jetzt eine Geschichte. Es war einmal ein kleiner, drolliger Bär. Das Bärchen liebte nichts so sehr wie Süßigkeiten. So streifte es durch den Wald und suchte, ob es nicht irgendwo etwas Süßes zu naschen fände. Da kam der Fuchs dahergeschlichen. Hast du nichts Süßes für mich? Fragte der Bär den Fuchs. Pfui, was willst du mit dem klebrigen Zeug? Gänsebraten, das ist das einzig Richtige. Und schon lief er weiter. Da sprang eine Ziege herbei. Hast du nichts Süßes für mich? Fragte der Bär die Ziege. Nee, meckerte die Ziege. Ich fresse doch nur Gras und hüpfte davon. Da sah das Bärchen eine Eule, die saß recht verschlafen auf einem Ast. Hast du nichts Süßes für mich? Fragte der Bär die Eule. Weißt du nicht, dass man von Süßigkeiten schlechte Zähne bekommt und sich den Magen verderben kann? Der Bär rannte schnell weiter. Weise Belehrung anzuhören hatte er keine Lust. Da begegnete ihm das Wildschwein. Thank you.
das Schwein. Süß, was dat denn? Grunzte das Schwein. Nun ja, wer nur im Dreck wühlt, der weiß das Süße nicht zu schätzen. Da entdeckte das Bärchen einen Bienenstock. Die Bienen hatten herrlichen Honig. Gebt mir bitte von eurem süßen Honig, bettelte der Bär. Die Bienen waren freundlich und schenkten ihm etwas Honig. Der Bär aber schrie, mehr, mehr, ich will noch mehr, und steckte seine dicken Pfoten in den Bienenstock. Da wurden die Bienen wütend und stachen den Bären tüchtig. Der lief schnell davon und ist seitdem kuriert von seinen Naschereien. Thank you.